Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 445 am Montag, den 19. Februar 2024. Es ist 23 Uhr und es sind noch 6 Grad Außentemperatur. Ich bin in Flensburg, stehe hier wieder auf dem Stellplatz von einem großen Einkaufszentrum, wo ich neulich schon stand und habe heute tagsüber, oder was heißt tagsüber, ich habe heute den ganzen Tag vollgepackt gehabt. Das ging los heute Morgen mit einem Zahnarzttermin, eine erneute Nachbehandlung der Wurzelbehandlung mit einem neuen Medikament rein und das schmeckt immer noch. Also es ist jetzt abends, es ist die Behandlung war heute Morgen um 9:30 war ich dran, 8:45 war der Termin. Und ich habe immer noch diesen komischen Geschmack im Mund. Und wenn das morgen nicht besser ist, muss ich da mal anrufen, ob das normal ist oder ob da vielleicht die Füllung nicht richtig sitzt, dass das da rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Also es war bei den letzten beiden Malen nicht, also bei der ersten Wurzelbehandlung nicht und bei dem Nachbehandeln auch nicht. Das ist schon sehr merkwürdig, schmeckt die ganze Zeit wie so ein, wie so eine Wundabdeckung. Also es ist nicht lecker, was ich heute Abend gegessen habe, Abendbrot gegessen habe. Das schmeckt da wirklich sehr seltsam. Mal gucken, ob das morgen früh weg ist. Sonst muss ich da, wie gesagt, mal anrufen. Ja, und dann war ich noch beim Friseur. Als ich in der Stadt war, war ich noch schnell beim Friseur und habe mich wieder richten lassen. Es war überfällig. Und danach war ich dann auch noch unterwegs und habe noch Besorgungen gemacht und war dann noch in der Werkstatt, Dieselfilter und Luftfilter ersetzen lassen und die haben nachgeguckt, wie das aussieht mit meinem Spritverbrauch, beziehungsweise ob irgendwo Sprit flöten geht oder ob der Krümmer Auspuff da, hatte ich ja noch so ein komisches Geräusch, da irgendwas undicht ist, aber ist alles in Ordnung. Das Einzige, was wir gefunden haben, war, dass der Kühlwasserbehälter ein bisschen locker war an einer Schraube. Das hat der Mechaniker nochmal nachjustiert, nochmal eine Unterlegscheibe drunter gemacht unter die Schraube. Das sitzt jetzt bombenfest. Und ich glaube, das Geräusch ist jetzt weg. Das ist echt schwierig, weil das auch nicht immer auftritt. Ja, und Spritverbrauch muss ich jetzt mal abwarten mit den neuen Filtern. Ob der zurückgeht, ich weiß es nicht. Das wird sich zeigen. Aber es war eben von unten nichts zu sehen. Also es ist alles in Ordnung an dem Auto. Und ja, das Einzige, was festgestellt wurde, dass die linke Achsmanschette schon wieder kaputt ist nach 2 Jahren. Die wird jetzt am Donnerstag nochmal ersetzt. Da hat er mich Gott sei Dank nochmal zwischenschieben können, sodass ich dann auch los kann nächste Woche. Ja, und da waren noch viele andere Dinge heute, aber das führt jetzt im Podlog auch zu weit. Ich bin auf jeden Fall richtig platt und bin froh, dass ich morgen keine großartigen Termine habe. Und dann ja mich konzentrieren kann aufs Arbeiten. Und ich will morgen hier in Flensburg, gibt es einen Waschsalon, noch Wäsche waschen, wenn ich schon hier bin. Genau, ja. Und den Rest erzähle ich morgen oder die Tage oder, ach ja, morgen Abend gibt es ja auch eine offizielle Podcast-Folge. Also, was heißt eine offizielle? Eine normale Podcast-Folge. Vielleicht packe ich das da auch rein, dass ich da nochmal eine News-Folge draus mache, weil das jetzt heute und die letzten Tage so viel war. Ja, mal gucken. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag. Irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.